Hallo zusammen. Ich wollte euch mal fragen heute, wie ihr euch eine Abfolge von sehr vielen Noten merkt. Ich bin neulich über etwas vom Musing gestolpert, was ich gerne lernen wollte und habe mal so grob kalkuliert, es sind insgesamt 97 Noten und die wollen ja auch erstmal in den Kopf rein. Also bevor man sich Gedanken machen kann, wie man das möglichst auf Tempo kriegt, muss das ja auch erstmal in die Finger bzw. in die Birne. Und da hat man ja verschiedene Möglichkeiten, sich das zu merken und ich bin folgendermaßen an die Sache rangegangen. Ich verlinke euch natürlich Justins gesamte Seite einmal in der Infobox. Dann könnt ihr euch da auch umschauen. Einfach auch nochmal eine direkte Empfehlung auch für Justins Kanal. Ist zwar auf Englisch, aber ich finde, man kann ihn gut verstehen und man kann eine Menge mitnehmen von seinen Tipps und Erfahrungen. So, jetzt geht's aber los. Auf den ersten Blick sieht das alles gar nicht so schlimm aus. Auf den zweiten Blick ist das für jemanden, der so langsame Finger hat wie ich, doch schon eine Ansage. Also es ist Tempo 120, es sind 16. Und es sind viele, viele, viele Noten. Und zwar ab dem 24. Bund. Und das ist so meine absolut Nicht-Komfortzone. Also irgendwas hier in dem Bereich zu spielen. Deswegen habe ich es mir auch ausgesucht, damit ich mal an eine Stelle gehe, wo es meinen Fingern wehtut. Ich habe das jetzt insgesamt schon im Kopf, wie es geht. Weil ich es jetzt nicht live hier üben wollte. Ich wollte es euch ja nur grob schematisch einmal zeigen, wie ich es mache. Und würde mich freuen zu erfahren, wie ihr das denn macht, wie ihr an sowas rangeht, wenn da so viele Noten aufeinander folgen, die ihr dann irgendwann auch auf Tempo bringen wollt, dass die eben auch in den Fingern sind. Ich habe mir erstmal das ganze Stück mehrfach angehört auf Originaltempo, um so ein bisschen den Ablauf ins Ohr zu kriegen und zu wissen, wie es hinterher klingen soll, wenn es mal fertig ist. Und danach habe ich mir den ersten Takt genommen. Solange das Hirn noch frisch ist, gehen da noch ein paar Noten am Stück mehr. Und habe mir angeguckt, wo liegt denn das? Und die erste Note ist herrlich im 24. Bund. Danach sehe ich, kommt zweimal der 21. Bund. Also auf der G, doch klar, G und der B-Seite, die heißt ja nicht anders, nur weil oben noch eine Seite mehr ist. Habe mir dann gedacht, da nehme ich einen Finger für und zwar den Mittelfinger. Und zwar im richtigen Bund. So, also. Gut. Wenn man das dann, oder wenn ich das dann so ein paar Mal gespielt habe, dann wissen die Finger, aha, das müssen wir machen. Also die ersten vier Noten, Haken drin. Danach sieht es auch nicht sonderlich kompliziert aus. Deswegen hänge ich die jetzt einfach noch hinten dran. Und zwar ist das 24, 22, 20, 19. Das geht auch. Also alles zusammen. Muss jetzt auch noch nicht schön klingen. Das ist jetzt erstmal, um es in die Finger zu kriegen. Okay, wenn ich das dann ein paar Mal gemacht habe, dann gucke ich, was kommt denn als nächstes? 22, Jenny. Wenn du schon 22 sagst, dann nimm auch die 22. Okay, das sind drei Noten, das ist blöd, weil bei 16. Nehme ich also die nächste auch noch mit dazu. Das ist die 22 auf der Seite. Okay, dann das Ganze zusammen. Bis dahin. Und dann auch noch den Rest vom Takt. Das sind. Und dann reicht es auch erstmal. Und das wiederhole ich am Stück, bis ich das Gefühl habe, ich kann das, ohne dass ich wirklich drüber stolpere. Und zwar unendlich langsam. Und da achte ich dann jetzt wirklich drauf, dass es auch sauber ist. Also wenn ich versuche, mir einfach nur zu merken, an welcher Stelle muss ich ihn jetzt die Drähte runterdrücken, dann
ist es noch nicht so, dass ich da auf Sauberkeit achte. Aber wenn ich dann anfange, das wirklich zu spielen und nicht mir das zu merken, zu spielen, dann extrem langsam und extrem sauber. Denn wenn ich es in langsam nicht sauber spielen kann, dann wird es in schnell sowieso nur Gerudel. Und es wird niemals klingen. Dann muss ich halt eben gucken, wie frisch ist der Kopf noch, um danach noch was aufzunehmen. Meistens belasse ich es dann erstmal bei dem einen Takt. Wiederhole den halt, bis das in den Fingern sitzt, sodass die Session insgesamt nicht länger als etwa 10 Minuten wird. Und wenn ich das nächste Mal dann die Gitarre in die Hand nehme, fange ich damit an, das wieder nachzuspielen und hänge dann Noten dran und übe das dann. Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, 3 oder 4 Tage gebraucht, um mir einfach die Noten zu merken. Werd mal schauen, wo ich dann damit landen werde. Und das war jetzt meine Methode, um mir längere Abschnitte zu merken. Und ich bin gespannt, wie ihr das macht. Lasst ihr es einfach ganz langsam laufen und spielt von vorne bis hinten direkt alles mit. Oder versucht ihr auch, euch das abschnittsweise zu merken, so wie ich. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bleibt rockig.